so einen Winterurlaub hätte ich auch gerne mal. Was hättest du? Auch so einen Winterurlaub hätte ich gerne mal. Das war der Demogorgon, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht ganz verhört habe. Es ist der Demogorgon, die. Oh ja, ich sehe schon. Da ist er schon. Saft, er sieht keinen. Ja, ich wollte gerade sagen. Na, wenn er Pech haben, hat er sogar hier dieses Ding vom Ritter mit. Ah, okay. Na, weit ist er ja nicht gekommen. Du musst retten gehen. Ich musste leider losrennen. Ist Gott sei Dank daneben gesprungen. Und ich bleib hängen. Ja, jetzt muss der mich schlagen. Ich bin gegen den Zaun gelaufen. Schlamberger Schlachter. Er geht zurück. Er ist wieder zurückgegangen. Er macht gar nichts. Wie, er macht gar nichts? Ja, ich bleib stehen. Hm? Jetzt kommt er. Achso, ich will ja sowieso verletzt bleiben. Wegen Widerstandsfähigkeit. Und ich habe noch Dead Hard mit, aber das bringt mir erst was, wenn ich einmal am Haken hänge. Ich muss einmal am Haken gehangen haben. Oder jemanden retten. Dann. Das kann man bei ihm eigentlich ganz gut. Weil ich arbeite jetzt 9% schneller. Oh nein. Oh nein, das wird knapp. Oh nein. Ah, fuck. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder ein Geißelhaken, weil du bist nämlich der Erste, der hängt. Ich bin nicht der Erste, der hängt. Na, aber dein erster Hook, sozusagen. Ach so. Das meine ich eigentlich. Ja. Stimmt, ich mache jetzt kein Geräusch. Ich habe ja eiserne Wille. Trevor will dich da abfahren? Nee, er wollte es. Er hat's aber gemacht. Wow. Ist hier der Keller? Ja, hier ist der Keller. Sehr gut. Dann mache ich mal schnell mein Ritual hier. Dann könnt ihr die Gen schneller machen. Außerdem, bitte kommt nicht ins Haus. Die hat sich irgendwie hochgeheilt. Kann schon an Jen gehen. Du musst dann nur weniger machen davon. Jetzt ist er in der Leere drin, weil ich höre ihn nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, was er jetzt hier will. Oh, man macht doch einen Gen, ey, du Vollpfosten, ey. Oh, ich verstehe es nicht, ey. Ich bin sowieso dauernd verletzt. Mir macht das nichts. Wo hängt denn die? Oh, da, okay. Die Frage ist, kriege ich jetzt Dead Heart, wenn ich jetzt jemanden rette? Nee, ich muss tatsächlich selber am Haken gehangen haben. Tatsächlich. Ja, du musst jetzt nur noch 10% weniger machen, glaube ich, an dem Generator. Er hat totgeweiht. Das heißt, ich bin jetzt ahnungslos.
Also noch nicht, aber wenn ich mich jetzt von ihr entferne, bin ich ahnungslos. Er kommt. Jetzt bin ich ahnungslos. Er rennt aber auch ihr hinterher. Und zwar so lange, bis er mich trifft. Das ist schon ein sehr starkes Perk, finde ich, ey. Das haben sie ja komplett geändert, ey. Wenigstens konnte ich einen Schaden machen. Na, das war das Wichtigste. Die ist übrigens auch tot, anscheinend. Er geht ins Haus. Oh nein, ich bin. Wie ist er denn durch? Ich könnte mal in die Leere gehen und mir dieses Ding holen. Ich bin sowieso ahnungslos. Da macht das jetzt keinen Unterschied. Da ist er schon. Ich wollte gerade das loswerden. Nein, das Problem ist, der Killer kriegt es ja eben mit, wenn da jemand reingeht. Was ich ja gut finde, dass der Killer das sieht. Aber ich hing ja das erste Mal so. Jetzt hatte ich meinen Deadheart. Wenn ich jetzt vom Haken komme, habe ich jetzt meinen Hart im Nehmen. Was bei mir hier? Was ihm nichts bringt, weil so füllt sich mein Balken. Ja, bleib doch hier. Ach schade, nicht mehr gehen. Wo bist du? Nee, ich höre nicht. Ach doch, also. Ja, komm zu mir. Ja? Oh, ich hab ihn gesandt. Ach nee, das war der andere hier, der bei mir war. Ja, Mann. Du bist ja Trevor. Ich vergesse das immer wieder. So, jetzt habe ich hart im Leben. Oh, er ist an mir vorbeigelaufen. Was ist bei mir hier? Er ist in die Leere gegangen. Sehr gut, der Chat ist fast fertig. Also bevor er gegen die Gegner. Ich habe den schon zweimal gestunt und bin geflüchtet. Ich bin ja begeistert, also. Oh mein Gott. Ich ihm noch gesagt, ich brauche das Perk nicht mitnehmen. Das macht keinen Sinn bei mir. Ich hab hier dieses Weben der Spinnen, das finde ich eigentlich ganz cool. So können die Leute nicht die Gens schneller durchkloppen. Na, außer der andere hier, der Nicolas Cage, der macht irgendwie nichts. Oder das ist jetzt auch ein Gen. Ich bin echt ganz gut hin für meine Verhältnisse. Das ist gut. Ja, schade. Ja, du musst in der Nähe von Nicolas Cage gewesen sein. Mal sehen, ob ich den jetzt hier noch durchkriege. Und Nicolas Cage wird dann da nicht. Ich habe keine Verwandten mehr oder irgendwie sowas. Also ich weiß nicht, du müsstest mir sagen, wo er ist. Oh fuck. Oh fuck, ich habe mich verdrückt. So, durch. Esbecker kommt zu mir. Ich habe aber noch hart im Leben. Hat mich verloren. Der Nebel hat mir den Arsch gerettet. Na, dadurch, dass ich Eis in der Wille habe, mache ich ja kein Geräusch. Er kommt auch zurück. Geht auch zurück. Ja, der andere hat jetzt geschrieben wegen Todgeweiht.
der wieder tot geweiht ist. Ach, der hat den weggezogen von der Kiste, glaube ich. Ja? Ja. Fair spielt er ja, ne? Definitiv. Kann ich nicht anders sagen. Das macht er wirklich. Das ist mega fair. Ach, er kommt schon wieder zurück. Und von den Punkten hier können wir uns, glaube ich, auch nicht beklagen. Ach, ja, gut. Ja, aber so Käse, weil ja, du wirst beim nächsten Mal tot. Der Nicholas hat den Rauch geworfen und ach so, da hat er den getroffen. Ist noch eher da aufgetaucht, weil ich in die andere Richtung gelaufen bin. Also. Ach so. Der Gen ist auch schon durch. Wo sind denn hier überhaupt noch Generatoren? Ach, scheiße, er hat mich gesehen, oder? Ich ja, er hat mich gesehen. Ja, hier ist auch noch einer an dem Berg. Das war ein bisschen früh. Ja. Na, mal gucken, ob ich noch bei bin, bevor der schon mal zurückkommt. Na, er muss mich erstmal aufhängen. Aber du schreist da gleich auf wegen Todgewalt. Siehst du? Er ponte sich. Der ist übrigens nur stehen geblieben. Der macht gar nichts mehr. Oh mein Gott, mir hat gerade diese Säule, diese so. Leere Säule das Leben gerettet, weil der Demogorgon mich dadurch nicht gesehen hat. Er ist bei mir gewesen, er ist oben von dem Haus gesprungen. Aber der steht eben auch nur da, der macht nichts mehr, der ist anscheinend AFK. Die macht das schon. Ja, die Djinns sind alle da. Ja. Das ist mir klar, aber was willst du machen? Achso, du willst ja verletzt bleiben, ne? Ja, ich kann ja auch nicht geheilt werden. Dadurch, dass so. Ich das Ritual hier unten gemacht habe. Ah, oh, nein, ich bin hängen geblieben. Oh. Ja, das passiert mir auch. Dauernd. Oh, ich hab die Palette nicht gezogen. So eine Scheiße. Naja. Aber komm, wir haben genug Punkte. Ach, der andere bewegt sich ja wieder. Ich bin ja begeistert. Ja, schön, dass einfach nur AFK da rumstand eben. Ja, hat mich auch gewundert. Er sucht einen Haken, aber er findet keinen. Ja, er hat keinen Haken gefunden. Naja, ich hab trotzdem einen Tipp von euch. Boah, ich kenne 30.500 Punkte habe ich. Jetzt hast du mehr Punkte als ich. Eben war ich noch am Führen. Hat sich geportet? Ich weiß nur nicht wohin. Gens machen ist nicht so einfach hier. Na, er hat sich den geholt, ja. Er hat lieber ein Portal weggemacht. Ja, er kommt zum, ja. Na gut, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch gemacht. Er hat mich ja gehört. Ach
jetzt löst oder nicht. Ja. Ein paar Punkte will ich nur einsacken hier. Gucken wir mal, wo die Luke wäre. Hier irgendwo. Ach, du hast immer so ein Glück, das gibt's ja gar nicht. Das war jetzt wirklich Glück. 63.726 Punkte hast du jetzt. Na, 26 habe ich für die normale Runde und wofür 36... hat denn der Nicolas Cage noch 45.000 Punkte gekriegt? Das frage ich mich auch. Fürs Rumstehen? Der hatte, als ich draufgegangen bin, hatte der 10.000 Punkte weniger als ich, glaube ich. Krass, wa? Für das Portal wegmachen kann er ja nicht schlecht 10.000 Punkte gekriegt haben. Naja, das finden wir halt zum kurzen Mal. Na komm, du hast auf jeden Fall das Doppelte von dem, was Michaela hat. Nichts. Das war aber nicht schwer. Nee. Krankengymnastik, Massage, Bindegewebsmassage, Gerätegymnastik und auch der alles hier. Elektrotherapie, Ultraschall. Wow. Ach, das ist ja die Map, die du liebst als Killer. Und schon wieder irgendwas mit normalen Terrorradius. Ah, Amanda. Ja, super. Da habe ich ja wieder das Glück, dass ich wieder an verschiedene... Keine Ahnung, warum ich jetzt hier hängen bleibe. Warum greifst du mich nicht an? Okay, jetzt greifst du mich an. Ich will anscheinend die Fähigkeit machen. So, gestunt. Ich laufe mal hier weg, weil ich sehe, dass ihr da unten arbeitet. Ja, macht das ruhig. Ja, das wird, glaube ich, nicht am Ende. Das ist die nächste Palette, aber die ist, glaube ich, ein bisschen unsicher. Ja, jetzt schleicht sie. Das schafft sie aber nicht. Sie hat mich in Ruhe gelassen. Wie lange hielten die Sperrung des Gens an? Nicht lange. Hallo, halt mich mal einer hier? Dann eben nicht. Wie, dann hat sie Sackgasse, aber. Ja, Sackgasse anscheinend, ja. Hält aber nicht lange an, glaube ich. Sackgasse ist nicht so lang. Ich hab nur noch irgendwas atmen gehört, ey. Oh Gott, nee. Ja, hier ist leider nichts mehr. Schaff ich nicht. Nee, schaff ich nicht. Ich hab der Jagd fast voll, ey. Ich glaube, ich wäre sogar schon weiter weggekommen, hätte ich sie zu rechtzeitig gesehen. Ich hab's aber nicht gesehen. Ich hab keine Palle aufgekriegt. Das ist jetzt nicht ganz so blöd. Die andere sehe ich nicht, die andere muss in irgendeinem Schrank drin sein. Aus welchen Gründen auch immer. Also bis jetzt sind die nur noch zu zweit. Bei den dritten sehe ich nicht.
Das ist dieser Tobias, diese komische Fängtante. Ja, sag doch, die ist da unten im Schrank gewesen oder in irgendeiner Leere. Das Smarteste ist, uns jetzt zu heilen, da hinten kommt das Schweinchen. Ja, die Tobias setzt sich dann lieber an den Jen, anstatt mich zu retten. Hallo, hier hängt noch jemand. Die ist näher dran als ich. Und die schafft es nicht. Ich sag mal, es sind zwei Leute verletzt. Mein Gott, ist die hohl. Mein Gott, ist die scheiße. Lass uns mal da hinten irgendwo hingehen. Denn, was auch, die konnte mir schon. Renn du mal weg, du hingst noch nicht. Ich hab noch vertraulich. Ich hol die andere. Ja, sie ist hinter mir. Okay, dann folgt sie mir nicht. Ich dachte, sie folgt mir noch. Macht's aber nicht. Ja, ich kann nicht doch hochheilen. Die Angstpalette ist doch noch nicht mal aktiv. Macht ja keiner Gens aktuell. Kommt er in unsere Richtung, glaube ich? Die fahren dich einfach ab. Das Schweinchen kann doch nicht mal rennen, wie weit weg gewesen sein. Ja, weggezogen. Natürlich habe ich nicht den Schlüssel gefunden. Jetzt wird sie rüberrennen. Schauen wir mal diesen Pumpkin hier. Ich muss überlegen, Jen schaffen wir sowieso nicht, weil die fängt jedes Mal immer loslässt. Ja, natürlich haben wir da keinen Schlüssel gefunden. Was für eine Überraschung. Und hier ist noch ein Generator. Ach, die hat Seelenbrecher, das heißt, du kannst keinen Sprintboost nutzen, wenn du am Generator sitzt. Und sie ist keine Auren. Hey! Wie viel Pech kann man haben? Gott, die könnte jetzt von überall hier kommen. Ja, hinter mir zum Beispiel. Okay, aufgezehrte Hoffnung. Naja. Na, zumindest wirst du nicht durchs Mori sterben. Übrigens, aufgezählte Hoffnung funktioniert nicht, wenn sie den Schleichangriff macht. Als erstes, sie müsste auf uns zurennen. Das war Tobias. So, Leute. Ich muss jetzt hier mal, was machen? So, ach so. Wow, sag mal, wie schnell kriegt die denn ihre Stacks zusammen, ey? Wow, ey. Boah, ich durfte mich befreien, ich bin ja begeistert. Sag mal, das ist ja unglaublich, wie schnell die 5 Stacks zusammen hat. Ach, das ist nur ein 2er-Gen, ne? Ja. Naja, das ist nur ein 2er-Gen.
Ja, dann bleibe ich hier hocken. Sag ich doch, sie kann denn nicht dich umhauen damit. Warum sie ihm jetzt die Falle aufsetzt, verstehe ich zwar auch nicht. Ja, jetzt murrt sie ihn. Macht überhaupt gar keinen Sinn, sag mal, mit einer Falle auf. Ach, der ist sogar schon durch. Ja, die wird jetzt garantiert hinter mir auftauchen oder bin ich in der Falle, weil ich hier gerade an dem Einzelchen sitze. Nee, ist bei mir irgendwo. Jetzt höre ich sie nicht mehr, weil sie ist im Schleichmodus. Sie wird auf jeden Fall das Addon mit haben, dass sie die Aura sieht, wenn sie im Schleichmodus ist. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Muss mir überlegen, Tobias hing ich einmal. Oh ja, wurde gemurrt. Ja, hallo, willkommen. Ja. Komm, mach deine Fähigkeit, dann haben wir es hinter uns. Ja, mit der Fähigkeit kannst du dich nicht direkt umholen. Warum setzt du dich wieder an Jen? Weiß ich nicht, sie will mich bestimmt wegziehen. Meinst du? Na komm, dann zieh mich weg. Das bringt die doch nichts. Hä, die lässt mich den Jen fertig machen? Ich habe keine Falle auf, mir ist das egal. Ach, hier ist dieser Gen, okay, der ist jetzt gespannt, komm mal zu mir, dann weiß er zumindest. Ja, sie nicht, versperrt das mir den Weg, ich komme hier nicht raus, was soll ich machen? Wo bist du denn? Ach, da hinten. Ich komme zu dir, dann kannst du uns beide murren. Das ist jetzt nicht so wild. Sterben wir zusammen, ja. Genau. Da ist er. Ja. Hallo. Sieht schon ganz witzig aus. Komm mit. Vielleicht muss ich hier einen Werkzeugkoffer. Hier geht ein Item hin. Ich lege hier mein Item auch hin. Wie geht denn das? Ach, so. Mit Kreis. Das ist so verwirrt. Und was wollen wir jetzt machen? Hallo. Mach einfach Jens. Okay. Das, wo war denn der, den ich vorhin machen wollte? War der nicht hier irgendwo? Ich habe mich zu ihr gehockt. Wir unterhalten uns intensiv. Finde ich gut. Ah, der hier ist er. Was ist das denn? Was macht ihr denn da? Ich habe mich genau vor sich gehockt. Jetzt sieht das aus, als ob wir rumknutschen würden oder so. Cool, ich habe so eine Krähe, weil sie mich nicht hier weglässt. Komm, wir crouchen zusammen. Ja, du hast ja städtische Umgehung. Was ist hier? Ah ja, stimmt. Ich glaube, bei städtischer Umgehung müsste es fast genauso schnell sein. Aber was ist denn jetzt der Sinn dahinter, dass die mich nicht hier rauslässt? Das kann ich dir leider nicht sagen. Aber der Vorteil ist, du kannst mir sagen, wenn sie weggeht. Weil dann kann ich wollte eigentlich mit dir zusammen einfach zu dir crouchen, aber das, sie lässt mich ja nicht raus. Und eine Pfanne hast du auch nicht, also daran kann es jetzt auch nicht liegen. Ich glaube, der hier unten war, glaube ich, schon durch, oder? Komm, wir crouchen zusammen. Ja. Der hier unten war schon fertig. Ja, sie hat mich rausgelassen. Tatsächlich. Wo bist du? Ich sehe dich. Ich komm dir entgegen. Da. Ist hier ein Generator? Wie das aussieht, ey. Vielleicht sollten wir das aufnehmen. Da, mach sie fertig. Die hat mich betrogen. Barbie und Ken. Hier, nimm mein Item.
Blende sie ins Gesicht. Kannst du schon mal üben? Nee, das magst du nicht. Das findest du nicht so toll. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich glaube, sie lässt uns auch machen. Ich behaupte. Ich glaube, hier hinter dem Haus müsste doch noch einer sein. Wurde der im Keller schon gemacht? Ja, ja, ich glaube, den hat die Peng, glaube ich, gemacht. Aber ich glaube, der ist hier noch. Okay, die crouchen. Ich crouche mit ihr. Ja, der hier hinten ist noch. Ach, stimmt, jetzt sehe ich gar keine Aura mehr. Müssen wir aber nicht crouchen. Guck mal, du siehst sie kaum. Aber ich frage mich, was sie zu dieser Entscheidung bewogen. Guck mal, sie macht jetzt, sie arbeitet jetzt mit uns mit. Lass sie auch mal gegen den Gen treten. Das will sie ja gar nicht. Das kann sie ja nur in, das kann sie ja nicht in der gehockten, doch kann sie glaube ich auch, aber sie macht mir denn schon ein Zeichen. Aber macht sie gerade nicht. Aber ich kann jetzt. Willst du dagegen treten? Tritt mal dagegen. Ja, tritt mal dagegen. Will sie nicht, okay. Oh doch. Ach nee, wir müssen ein bisschen mehr arbeiten, um das machen zu können. So, jetzt kann sie erst wieder. Da müssen die Taschenlampe auch ganz gut, wa? Ja, sie sieht mich gar nicht. Achso, doch. Ja, das können wir doch gleich. Ach, nein, ich zeige immer die falsche Richtung. Jetzt müssen wir, glaube ich, fertig machen, weil ansonsten reicht das, glaube ich, nicht mehr. Soll ich dich heilen? Kannst du doch mal. Mach doch mal. Mal sehen, was sie macht. Der andere Ausgang? Jetzt habe ich nur den einen gesehen. Ich habe es auch gar nicht gesehen. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Boah, die ist genauso klein wie ich, wenn ich hocke. Weißt du, was ich jetzt mache? Guck mal, ich hocke mich jetzt hier hin. Aua! Ich wollte ihr eine Backpfeife geben. Komm, wir schleichen jetzt alle. Ich habe nur keinen eisernen Willen mit. Gott, wie das aussieht. Ich bin leider nicht so schnell. Ja, wir sind noch da. So eine Entenfamilie. Weißt du, was wir daraus machen, ey? Schneewittchen und die sieben Zwerge. Wir folgen Schneewittchen. Oh Gott, ja. Achso, hier ist das Totem. Aber das machen wir jetzt nicht weg. Da wäre es gewesen. Wenn sie uns tötet, ist das völlig in Ordnung. Oh, ich bin nicht so schnell. Laurie ist eine alte Frau. Dann kann ich so schnell. Ich glaube, er läuft immer mit Absicht langsamer. Ah. Hey! Ich bin auch da. Ich muss auch schießen. Ja, ja, ich bin noch da. Vor allem, wie das was noch viel besser macht, finde ich, ist, dass die ja auch immer so grunzt. Naja, das ist ja sozusagen kurz bevor sie die Attacke machen will. Wir dürfen uns nicht bewegen, wenn sie sich umdreht, bestimmt. Wahrscheinlich, wa? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie merkt, wenn ich dann aufschließe. Oh Gott. Ist das wohl? Ja, wirklich, wa? Also, sie macht wahrscheinlich selber auf, wa? Ja. Los, schlag mich. Du darfst... Nein! Du hast uns genug geholfen. Wiedersehen. Ich will rauskommen. Los, schlag mich. Du weißt schon, dass ich mich morien könnte. Schlag mich. Wir haben das Totem ja nicht weggemacht. Das ist ja unglaublich. So was Nettes.
hatten wir schon ewig nicht mehr, Wim. Das war sogar ein Dumble-Pip. Das war die Macht von Barbie und Ken. Das war aber meine Idee. Wow, 50.000 Punkte, du mit 31. Ja gut, der Killer hat jetzt nur 27, aber schade, den kann man doch nicht mal anschreiben. Ich habe ihm angeboten, mich noch zu holen, aber er wollte ja.